So, hallo, herzlich willkommen zurück nach dem aufregenden, aber trotzdem niederschmetternden Part vom letzten Mal. Gehen wir nun unsere zwei Ziele an, die wir noch haben, nämlich die beiden sichtbaren Tempeldinger. Wobei ich gerade überlege, welchen wir zuerst davon nehmen sollten. Was sagt denn unsere Karte? Jo. Ich habe keine Lust, lange zu reden, also zu überlegen. Also machen wir das so. Ja, ich muss abbrechen, ich muss abbrechen. Es reicht leider zeitlich nicht. Naja, zeitlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Von Dings her. Aber vielleicht, wenn ich das andersrum probiere. Also, wenn ich statt von hier oben darüber fliege, von da hinten darüber fliege, das sieht nämlich viel näher aus. Also im Endeffekt geht es mir jetzt nur darum, wir haben ja vier Feen geholt, aber das wird halt noch ein paar Erzen zusätzlich kriegen. Für unseren Bossfight. Das kann schon viel erleichtern. Müssen nur schnell genug irgendwie sein, weil ich möchte das gerne heute noch schaffen und ich habe, also in Real Life habe ich nicht mehr so viel Zeit. Kletter, kletter, kletter. Link ist gut im Steine klettern. Ja, das Problem ist, dass das eine Ding da unten halt mitten im Wasser ist. Verschwinde. Das ist ein Fuchs und eine Ziege. Oh, ich mag nicht, wenn es überall so regnet. Da sieht man von hier nicht mal groß was. Oh, kleine Schleimis. Ah, weg. Habe ich auch noch eine Fliege im Zimmer. Perfekt. Dass man nicht so irgendwie schütteln kann an dem Baum oder sowas. Das stört mich so ein bisschen. So wie in Ocarina of Time, da kann man noch an den Bäumen quasi schütteln, indem man
entgegenfällt. Was willst du denn hier? Okay. Da, 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 da. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin, wo ich langlaufe, etc. Ich will einfach nur darüber. Was seid ihr denn für komische? Au! Link! Wow! Ha, hier kriegt man wenigstens... Das sind echt komische Viecher. Es gibt echt komische Viecher hier, dieser Welt. Oh, mein Schwert ist gebrochen. Toll! Jetzt schon! Super! Muss das jetzt regnen? Ich will darüber. Muss ich den langen Umweg nehmen? Gut, dann nicht. Oh, da hinten ist der Berg. Oh, wir sind ganz schön weit weg vom Todesberg. Yay, Blümchen. Nicht so yay. Totenkopf. Und ein riesiger Stier. Ich will trotzdem da oben hoch. Ich überlege, kommen wir da so rüber? Vielleicht kommen wir hier wieder hoch. Ich drücke extra nicht die Schnellsprungattacke. Ja, danke, dass das Radar jetzt ausschlägt. Ich sehe den Schrein doch selber. Ups. Also ich schaff's nach oben. Gut. Die bin ich los. Den Stier da. Modul habe ich gerade drin. Kryo. Ja gut, das brauche ich nicht. Ich bräuchte eher das hier, um vielleicht die Eisblöcke kaputt zu machen oder so. Okay. Mir egal. Sowas von egal, ich will hier einfach nur hoch.
Mojimo-Schrein. Komm, wir öffnen dich mal. Ring. Yay. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Hat lange gedauert, hierher zu kommen. Kaltes Wasser. Fällst du in eiskaltes Wasser, verlierst du Energie. Dies lässt sich nicht durch Essen oder Kleidung verhindern. Grab ein Loch, Bello. Hast du schon einmal einen Hund etwas zu fressen hingeworfen? Manchmal zeigt er dir den Weg zu einem Schatz. Oh, Kampfarena. Okay. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mojimo. Im Namen der Göttin Hylia wird deine Kraft geprüft. Kraftprobe, Mittel. Okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Warte. Nope, keine Kiste hier. Die kommt sicherlich erst, wenn wir die Gegner hier besiegt haben. Wieder der kleine Geselle, aber der hat ja immer neue Waffen. Oh, diesmal hat er Schild und ein größeres Schwert. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Au, was? Ein Schlag. Okay. Die. Was? Au! Das ist Kraftprobe Mittel. Ich glaube, es hakt. Au! Au! Kannst du mal aufhören zu schleichen?
Was ist das für ein Kampf? Das Viech ist hammerstark. Ich verwechsel das immer hier. Ich will das mal sehen. Au!
Hey! Sollest du, Mistvieh? Wow! Warte. Au. Lustig, kriegen wir diesmal. Wow, was für eine schwere Prüfung. Dafür, dass die Mittel ist. Was können wir denn hier? Antiker Reaktorkern. Cool, davon brauchen wir nur noch zwei. Für unser Modul-Upgrade. Dieser Energiekristall wurde mit Hilfe einer verlorenen Technologie hergestellt. Er soll Maschinen als Energiequelle gedient haben. Unter Forschern ein begehrtes Objekt. Eine Feder, eine Achse, eine alte Schraube. Wächterschild Plus. Ein größerer und stärkerer Wächterschild. Wie er funktioniert, versteht heute niemand mehr. Eine Schutzwirkung braucht sich vor Metallschilden nicht zu verstecken. Die nehmen wir natürlich mit. Oh. Der war noch stärker, ne? Yep. Gut. Wächter Axt plus. Ach, das war eine Axt, deswegen hat er auch so viel Schaden gemacht. Die Axt ist langsam, macht aber mehr Schaden. Aber sein Laser hilft ihm natürlich. Auf die Entfernung. Eine Wächteraxt mit steigerter Leistung. Es wird angenommen, dass sie nicht nur im Kampf, sondern auch zum Bahnen von Wegen in der Wildnis verwendet wurde. Gut. Ich mag den Schild da eigentlich. Aber ich kann den anderen Schild leider nicht weglegen. Weil... Also... Den Schild hier, weil das ist das einzige Schild aus Holz. Der hier. Das ist das einzige Schild aus Holz, den ich habe. Und gegen Metallgegner brauche ich den zum Beispiel. Deswegen tut mir leid, Schild, du musst hier liegen bleiben. Und was ist, kriegen wir als Belohnung? Ich hoffe, was ordentliches. Ein Ritterbogen. Ah, das ist gut. Meiner ist nämlich kurz vorm kaputt geht. Der ist gut für den Bosskampf. Vielen Dank. Ich weiß, dass der Part auch schon wieder dem Ende sich nähert, aber diesen Versuch wollte ich noch mit drin lassen. Und wir haben es ja geschafft. Somit haben wir diesen Schreiner abgeschlossen. Oh, puh. Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Bling! Schon sechs, nur noch zwei Stück.
Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Wiedersehen. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hurra! So, jetzt muss ich erstmal ansehen, wie viele Feen. Ich habe in diesem Versuch, glaube ich, weniger Feen verbraucht als in dem davor. Schöne Landschaft. Ja, das Gewand hat auch 8 Rüstung und das hier hat 5. Also haben wir damit natürlich mehr erreichen können. So. Essen haben wir auch soweit nicht verbraucht diesmal. Da haben wir 6. Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ah, wie viele Feen wir noch haben. Wir haben noch 3 Feen übrig. Könnte zwar reichen, aber mal sehen. Ich möchte schon ganz gerne versuchen, dahin zu kommen. Auf die Insel würde ich gerne da hinten. Aber da kommen wir garantiert noch nicht hin. So, ganz wichtig, speichern. Jetzt versuchen wir, bis zu der Insel zu kommen. Sieht ein bisschen aus wie Mutenrosches Insel, nur dass das Kamehaus nicht da drauf ist, sondern dafür dieser Schrein. So, wir haben es doch gleich geschafft. Perfekt. Chasuketa-Schrein. Okay, wir sollten ihn erstmal aktivieren. Und dann können wir uns hier kurz umgucken. Hier ist ein Segelschiff, aber ich habe noch keine Ahnung, wie man die nutzt. Vielleicht brauche ich dafür diese Brockblätter. Also, die machen ja Wind. Aber gut, damit kümmern wir uns ein anderes Mal. Ich möchte die Schreine machen. Ich muss nur noch einen finden hiernach. Also einen, für den ich auch eine Idee habe. Ich würde mich gerne mit den 2 extra Herzen. Also ein extra Herz können wir uns ja schon holen. Und wenn wir den hier schaffen sollten. Ja, noch ein. Oh Gott. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Chasuketa. Im Namen der Göttin Hylia gibt es eine Prüfung. Kraftprobe schwierig. Vergesst es. Und tschüss. Warum sind die so nah beieinander? Das finde ich jetzt doof. Hier ist Mittel und hier ist Schwierig. Ich habe mit Mittel übelste Probleme gehabt. Schwierig schaffe ich aktuell nicht. Nicht, weil ich sie nicht schaffen will oder so, sondern es geht einfach nicht. Ich bin dafür aktuell noch nicht stark genug. Also, da hole ich mir bloß meine Rüstung und Waffen kaputt und verbrauche mein ganzes Essen und Feen. Das bringt es jetzt nicht. Ich brauche die schließlich für den. Ich brauche die schließlich für den Bosskampf. Zumindest die ganzen. Die Bögen. Davon darf ich gar keinen verbrauchen. Sonst schaffe ich es nicht. Und ich merke. Ah! Der Part ist rum. Gut. Dann eben ein schnelles Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.